Hallo YouTube, ich bin der Miro und es ist endlich fucking Wochenende. Ohne Scheiß, ich habe die ganze Woche drauf gewartet. Ja, ich hatte jetzt Frühschicht, das ist sowas von zum Kotzen. Ich muss da 5 Uhr aufstehen und ich bin nicht so der Typ, der früh ins Bett geht, nur weil er dann am nächsten Tag früh aufstehen muss, sondern ich bin dann meistens erst so 1 Uhr im Bett und fange an zu schlafen. Na gut, nicht ganz 1 Uhr, also ich fange so 0 Uhr an mit hier, ne? Duschen, Zähne putzen, alles schön, pipapo vorbereiten. Und dann komme ich so halb bis dreiviertel langsam ins Nest und dann geht's ab pennen. Und wie gesagt, jeden Tag nur 4 Stunden schlafen ist echt anstrengend. Aber es geht einfach nicht anders. Ich muss zocken, ich habe nicht so viel Zeit. Da geht halt auch mal ein bisschen Schlaf drauf. Und aber jetzt möchte ich erstmal zu meinem Thema kommen, was jetzt 2 Stück werden. Und zwar einmal Battlefield 3 Aftermath und der dazugehörige Patch, was war's? 1.07, glaube ich, ist richtig. Und dann einmal, was ich nur eigentlich Let's Playen will, weil ich selber so ein bisschen unentschlossen bin. Okay, und ich fange dann jetzt einfach mal an mit Battlefield 3. So, ich habe ja bisher nicht so viele Videos dazu gebracht. Das sind jetzt, glaube ich, nur 2 Stück. 2 Stück? Ja, 2 Stück sind das, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Also mindestens läuft das bei mir nicht so ganz. Ich habe gelesen in den Patch Notes, dass das diese Input-Lag eigentlich komplett entfernen soll. Wobei ich wiederum dann im Battle-Log viele Beschwerden gelesen habe, dass bei manchen Leuten das noch viel schlimmer geworden ist. Und ich glaube, ich bin damit betroffen. Aber ich bin mir jetzt so nicht ganz sicher. Also entweder ist es jetzt, weil ich so lange kein Battlefield gezockt habe, einfach meine Dummheit, dass ich mich einfach nur extrem schlecht anstelle und schlecht ziele, was teilweise stimmt, ja, ich weiß. Oder ob es halt ernsthaft ist, dass ich mit von diesem Input-Lag betroffen bin. Weil bei mir kommt einfach nichts an. Also ich werde jetzt auch ganz am Ende vom Video, wenn dann das Gameplay durch ist, werden so 2-3 Szenen kommen, wo ich der Meinung bin, dass der Typ schon längst hätte tot sein müssen, dass ich so viele Hitmarker bekommen habe, dass er eigentlich schon eine halbe Sekunde eher sterben müsste. Und das ist halt einfach nervig und das tritt jetzt an sich nur bei vollautomatischen Waffen auf. Also Sturmgewehre, MGs, Maschinenpistolen, halt alles, wo man mehrere Patronen in die Person reindrücken muss, damit die auch endlich verrecken. Deswegen spiele ich jetzt zurzeit auch nur das, was halt wirklich Damage macht, was halt direkt tötet notfalls. Und zwar halt Shotguns und Sniper, das ist halt das Effektivste für mich jetzt zurzeit, da schlechter Ping nicht so ausschlaggebend ist, weil es kommt mit einer Nachricht halt direkt genug Schaden an, um die Person aus dem Spiel zu nehmen. Deswegen läuft jetzt ja auch ein dazugehöriges Gameplay. Und ja, deswegen ist an sich, weil ich eigentlich am liebsten Sturmsoldat spiele, Battlefield 3 für mich in gewisser Weise unspielbar. Ich krieg da nichts hin mit meiner geliebten M16 oder als Pionier mit G36C, weil die einfach extrem lange brauchen, bis sie endlich mal sterben. Und das kotzt halt an und da ich schon am liebsten Battlefield spiele, werde ich da jetzt erstmal warten, wie sich das entwickelt und bin am überlegen, entweder, was ich mir eigentlich nicht kaufen wollte, Black Ops 2 zu holen, um zumindest weiterhin Shooter-Gameplays zu bringen. Oder noch als zweite Option Far Cry 3, wobei ich da auch nicht so ganz sicher bin, ob das so wirklich der Reise ist, das online zu zocken. Weil, also ich habe Teil 2 online gezockt und Teil 2 hat er mal extrem Cock gesackt, also das hat er mal übertrieben genervt, das hat gar nicht funktioniert. Das war fast wie Battlefield jetzt, da hast du ja ein komplettes Magazin in eine Person reingedrückt, bis der mal stirbt. Und ja, da bin ich jetzt gerade am überlegen. Aber auf jeden Fall, jetzt gleich nochmal kurz als Anhang zum zweiten Thema. Ich möchte ja Let's Play Channel machen, aber da eigentlich Battlefield so mein Hauptlieblingsüberkrasses Spiel ist, möchte ich halt nebenbei auch Battlefield laufen lassen. Und zwar halt als Live Let's Play oder so, oder als Play Together mit euch oder halt mit irgendwelchen Buddies von mir. Mal gucken, wie ich das löse, aber ja, kein Plan. Mal schauen, wie das jetzt wird mit Battlefield. Ach ja, jetzt bin ich wieder zu meinem Thema zurückgekommen. Als Abweichung dazu halt entweder Black Ops 2 oder Far Cry. Aber jetzt erstmal, bevor ich mich ernsthaft entscheide dafür, denke ich, werde ich erstmal Live-Commentaries bei COD4 und bei MW2 machen. Weil das so ab
abgesehen von den Hackern schon meine Lieblings Call of Duty sind und da nicht so viel Kacke los ist wie bei MW3 oder Black Ops 1, was ich auch extrem hasse. Und ja, das war's jetzt eigentlich schon zu dem Thema. Jetzt gehen wir direkt mal zum nächsten Thema über. Und zwar Let's Play und was ich jetzt Let's Playen möchte und was jetzt als nächstes kommen soll, da ich jetzt eigentlich schon so in der nächsten Woche die erste Folge veröffentlichen möchte und da natürlich jetzt auch endlich mich mal entscheiden muss, was ich überhaupt mache, weil sonst wird das ja nichts. Wenn ich hier keine Idee habe, was laufen soll, dann sitze ich da und warte, dass irgendwas passiert. Und es passiert nichts. Und zwar, was ich als Option habe, ist einmal wie schon im... Wann war das? Das war das erste Commentary über meinen Channel, was ich machen möchte. Also Psychonauts, hatte ich da gesagt. Und das ist so an sich immer noch meine erste Wahl. Auf Psychonauts habe ich echt riesen Bock, weil es echt gut ist. Ich werde, denke ich mal, auch hier kurz so einblenden, damit ihr wisst, was ich meine, welches Spiel. Und die zweite Option von meinen drei Optionen ist Little Big Planet 1 und später auch 2 zusammen mit einem Kumpel von mir, mit dem Gieb. Ich werde den, denke ich mal, unten verlinken. Er hat selber noch keine Videos, will aber damit auch anfangen und da gebe ich ihm direkt mal mit den Start, dass wir das so zusammen machen. Und ich denke mal, das wird ganz lustig. Also auch wenn jetzt Little Big Planet 2 ja, und 1 eigentlich beides nicht so unbedingt so die coolen Let's Play Spiele sind, da das keine Story großartig hat, aber so funmäßig zu zweit ist das schon echt gut. Und die dritte Option davon wäre Uncharted 1. Obwohl ich ja gesagt hatte, dass hier, ja, Commander Krieger hat's gemacht, Kronk hat's gemacht, ich glaube, wer hat's noch gemacht? Wer war's? Seekin oder Kedos? Keine Ahnung, irgendeiner noch von den größeren hat jetzt ja auch die Uncharted-Teile alle mitgemacht. Also die sind ja jetzt erst vor ein paar Monaten alle durchgelaufen auf den großen Channels, aber ich habe halt Bock drauf. Und ich möchte, was mich dann so ein bisschen abheben würde von dem Rest, ich würde es auf extrem schwer zocken. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, ob extrem schwer von Anfang an frei ist, auszuwählen, oder ob ich erst einmal fix auf einfach oder normal durchrocken muss, um es freizuschalten. Da ich habe das zwar auf Platin gespielt, aber das war auf meiner ersten PS3 und meine erste PS3 ist Schrott gegangen. Die habe ich zwar repariert, so richtig schön mit YouTube-Anleitung, Aufschrauben, Heizgedöns drüber und Paste nochmal neu drauf und so, habe ich alles gemacht, aber ich habe dann die Daten gelöscht, ich weiß gar nicht mehr wieso und warum und wie es ihr wisst schon, kein Plan und ja, und da müsste ich halt erstmal kurz durch, aber ich möchte es halt auf extrem schwer zocken. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas anhängen. Achso, als Let's Play hatte ich eigentlich auch geplant Far Cry 3, aber ich glaube, das ist so für einen Beginn als allererstes Let's Play ganz schön komplex, da du halt, die anderen Spiele haben ja alle, okay, da fängt das Level an, da hört es auf und so, und Far Cry ist ja die ganze Zeit offen und du kannst auch irgendwelchen Scheiß neben der Story machen und das wäre, glaube ich, so als allererstes zu aufwendig für mich. Ja, also schreibt unten in die Kommentare, welches ihr sehen wollt, auf was ihr Bock habt und ich werde mir dann halt das mit den meisten Likes einfach raussuchen und anfangen dann nächste Woche. Und ja, das wär's jetzt schon. Also viel Spaß mit dem, was kommt und ich mache mich jetzt noch an einen kurzen Demo-Test, der dann, denke ich mal, morgen oder übermorgen online kommt. Und zwar Ni no Kuni, Fluch der Weißen Königin. Und damit sind wir jetzt auch am Ende angekommen. Jetzt kommen noch die 2-3 Clips, die ich gesagt hatte. Und ja, ciao.